Na ihr kleinen Mäuse, schon jemand da? Wir haben Mittwoch, glaube ich. Man verliert ja diesen Blick auf die Wochentage. Mann, ey. Wissen nicht, wie es euch geht, aber es ist schon eine sehr besondere Zeit. Wir machen wieder mal ein Box-to-Box-Interview. Ein weiteres Live-Interview hier auf Insta für unsere Insta-Freunde. Sagt nochmal allen, die irgendwie auf Facebook rumhängen oder Twitter, rüber hier, rüber zu Insta. Heute Bundesliga-Profi SC Freiburg, Frauen-Bundesliga. Vielleicht kann man sagen, Shootingstar, ich frage mal gleich nach, Clara Bühl ist heute bei. Und da kommt sie auch schon. Freuen uns. 3, 2, 1. Hallo Clara. Hallo, hi. Kannst du mich gut verstehen? Ja, sehr gut, alles wird gut. Perfekt. Schön, dass du da bist. Ja, mich freut's auch, auf jeden Sonne scheint bei dir. Hier im Norden ist Fall. es ein bisschen bewölkt. Erzähl mal, wie es dir gerade geht. Was machst du in dieser Corona-Zeit gerade? Ja, jetzt gerade sitze ich in der Sonne und Herrlich. ja, bei uns ist purer Sonnenschein und ja, die Temperaturen sind noch ein bisschen kühl, aber die werden bis zum Wochenende wärmer. Mir persönlich geht es echt gut, super. Ja, meiner Familie auch in den schwierigen Zeiten, aber ja, Alle alles gut. gesund soweit, das ist gut zu hören. Genau, ja. Ich habe gerade schon gesagt, wenn man so möchte, könnte man dich als Shootingstar ankündigen. Würdest du da mitgehen oder sagst du, ey, hau ab mit solchen Bezeichnungen, will ich gar nicht wissen? Ja, ich weiß nicht. Einerseits schon, andererseits nicht. Natürlich, ja. Das Ist man letzte Jahr war das schon ganz mal. gut, ne? Ja, auf jeden Fall, klar. Also da kann ich mich nicht beklagen. Ich denke, ja, aber man muss es halt immer neu beweisen. Ich glaube, darauf kommt es an. Und ja, 2020 ist noch ein längeres Jahr. Wir sind erst am Anfang. Mal schauen, was kommt. Ich will das mal kurz für die zwei Menschen, die nicht wissen, wer Clara Bühl ist, erklären. Letztes Jahr, also erstmal klar, SC Freiburg, letztes Jahr Länderspieldebüt. Dann WM-Teilnahme, korrigiere ich, wenn irgendwas falsch ist. Abi geschafft, richtig? Ver Genau, ja. verrätst du uns den Schnitt? Lieber nicht. Ich habe bestanden und ja, ich bin Bestanden ist bestanden. zufrieden. Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen oder erhalten vielmehr, beste Juniorin. Jetzt dieses FUMS-Interview, das ist ja der nächste Schritt auf dieser ganzen überragenden Karriereleiter. Ja, was passiert da gerade in deinem Leben? Also letztes Jahr war gefühlt so eine heftige, ich will gar nicht sagen Achterbahnfahrt, aber es war sehr viel los. Und jetzt ist gerade so komplett gar nichts mehr los. Hast du Zeit, das alles mal so ein bisschen sacken zu lassen, zu verarbeiten? Oder denkst du, ich will weiter, ich will weiter? Ja, ich glaube, es gibt beide Phasen. Also letztes Jahr war echt viel los. Ich hatte rund um die Uhr zu tun mit dem Abitur, mit der WM, mit dem Fußballtraining beim SC Freiburg, alles. Es kam nacheinander, da hatte man gar keine Zeit durchzuschnaufen. Und ja, Ende des Jahres bin ich dann mal in Urlaub gefahren und da war dann die erste Phase, wo ich das mal alles aufarbeiten konnte und verarbeiten konnte. Genau, jetzt war ja Anfang des Jahres wieder ein, zwei Sachen mit Lehrgängen und ich habe dann auch mein Fernstudium angefangen. Genau, und jetzt halt wieder die Zeit, wo man dann ein bisschen wieder drüber nachdenken kann und auch schon in die Zukunft schauen kann, ein bisschen, genau. Wir haben was gelesen von FSJ, das ist noch aktuell. In der Ja, Kita. genau, das mache ich auch noch. Das Genau, ja. pausiert gerade oder kannst du irgendwie doch tätig sein, weil doch zwei Kinder dahin hin müssen? Nee, die Kita ist ja auch bei uns geschlossen in Baden-Württemberg und ja, deswegen habe ich seit 3 Wochen jetzt auch quasi den Job ein bisschen Ja, verloren okay. und nichts zu tun, deswegen, ja. Ist gerade eine besondere Zeit. Wie hält Genau, man ja. sich fit? Ja, also wir haben vom Verein Trainingspläne bekommen, einen individuellen und die Nationalmannschaft schickt immer mal wieder Übungen rüber, die man einbauen kann, um einfach noch andere Intensitäten zu setzen, wie es einem halt persönlich gerade geht. Und ich denke, da findet man einen guten Zwischenspalt Okay. und genau, ja. Jetzt bist du auch Mitglied im Team We Kick Corona. Erstmal cool, dass auch du das machst. Verrat uns mal, wie sowas
zustande kommt? Sagst du, tolle Aktion, will ich dabei sein? Kommen Menschen damit zu dir und sagen, wie findest du das? Oder wie läuft sowas? Ja, also natürlich bekommt man von solchen Kampagnen mit oder von solchen Initiativen eher. Und ich habe mich da immer mal wieder interessiert und auf dem Laufenden halten, was es alles so gibt. Und die Initiative hat mich sehr angesprochen und da habe ich mich wiedergefunden. Deswegen habe ich da einfach mal nachgehakt, inwiefern da auch Frauen mitmachen können. Und super, dass es geklappt hat. Es ist ja schon insofern toll, dass gerade viele Dinge aus dem Boden sprießen, um irgendwie zu helfen und um irgendwie Gemeinschaft zu symbolisieren. Interessant, dass du sagst, ob da auch Frauen mitmachen dürfen. Ich würde hoffen und behaupten, dass mittlerweile das nicht mehr so eine wichtige Frage sein sollte, im Sinne von, eigentlich sollte es überall gleichberechtigt sein. Mit Blick auf die Frauen-Bundesliga immer noch gefühlt aus so einem Rückschritt oder Rückstand. Wie erlebst du es? Ist die Liga auf einem guten Weg gerade? Du bist ein Teil der Liga, ein Teil des SC Freiburg. Wie sieht's aus? Wann werden auch da die Zuschauermassen in die Stadien strömen? Ja, ich denke, es hat sich auf jeden Fall schon verbessert. Also auch eben mit so Initiativen, dass da jetzt Frauen und Männer das zusammen machen und eben wir alle dahinter stehen, das finde ich echt genial. Und auch mit der Liga, ich bin zwar jetzt noch nicht lange dabei, es ist jetzt meine dritte oder vierte Saison, deswegen ist es jetzt schwer, das aus meiner Sicht zu beurteilen, aber ich hoffe natürlich für die Zukunft, dass es da weiter nach vorne geht und wir eben uns immer weiterentwickeln und so Sachen wie Zuschauerzahlen steigen. Freiburg gilt ja auch als Talentschmiede sowohl im Männer- als auch im Frauenbereich. Was macht diesen Verein so aus? Warum ist dieser Verein so besonders? Warum schafft dieser Verein es, beide Geschlechter irgendwie gleichermaßen cool zu behandeln und Talente hervorzubringen? Hast du Ideen oder wie blickst du drauf? Ja, also ich bin ja schon relativ früh in den Verein gekommen, mit 13, genau, mit 13 Jahren. Also sind schon meine siebte Saison. Deswegen, ja, kann ich viel über die Jugendarbeit erzählen. Also es ist echt, es wird viel gefördert. Es gibt Ansprechpersonen, die dann dafür beispielsweise zuständig sind, dass ich in die Schule gekommen bin und wieder zurück. Gibt es einen Fahrer, der das dann übernommen hat. Manchmal auch Trainer, die dann dieses Engagement eben gezeigt haben. Und es ist einfach super zu sehen, dass an jeder Ecke, wo geholfen werden kann, geholfen wird und eben auch kleine Sachen einfach zu fördern. Und genau, das ist einfach auch so ein bisschen das gemeinsame Gefühl, das enorm da herauswächst. Genau. Inwiefern ist dort eine Verzahnung von beiden Mannschaften oder von beiden Bereichen? Also inwiefern kommt das Frauenteam mit dem Männerteam irgendwie in täglichen Kontakt oder gibt es gemeinsame Workshops oder Trainingseinheiten vielleicht sogar? Das ist dann doch eher, jeder macht sein Zeug und das ist alles unter einem Dach. Ja, also es ist eher wirklich so, dass jeder so seinen Platz hat oder eben seine Trainingsplätze quasi und jeder so eher so seins macht. Ab und zu sind wir dann bei manchen Männer-Events wie Fan-Veranstaltungen dabei. Das gibt's auf jeden Fall, aber grundsätzlich ist es eher getrennt. Okay. Die Frauen-Bundesliga pausiert genauso wie die Männer-Bundesliga. Es geht frühestens im Mai weiter, kann das sein? Mai, Juni? Genau, bis 30. April ist erstmal noch Pause. Freiburg im Mittelfeld der Tabelle, Platz 8, korrigier mich, wenn das falsch ist. Doch, stimmt. Was ist noch drin und wie glaubst du, bekommt ihr das hin, von jetzt auch gleich wieder rein zu müssen und ins kalte Wasser und wieder durchstarten zu müssen? Das ist ja schon irgendwie von 0 auf 100 gefühlt. Ja, genau. Also ich glaube, es ist jetzt erstmal wichtig, dass jede Spielerin 100% auch in dieser freien Zeit an sich arbeitet und den Status quo quasi bleibt, damit wir eben, wenn es dann von 0 auf 100 wieder hochgeht, wir zumindest das Fitnesslevel haben, das wir davor hatten. Und ja, ich denke, darauf kommt es auch so ein bisschen drauf an. Ich glaube, man wird schnell merken, wer an sich gearbeitet hat und wer da dahinter war, sich weiterzuentwickeln. Und ja, in den Spielen oder die Teams, die das eben geschafft haben, da die Zeit 100% auszunutzen, die wird dann auch dementsprechend die Leistung auf den Platz bringen können.
Hast du eigentlich im letzten Jahr gemerkt, dass Interesse an deiner Person größer geworden ist? Also, du hast ja schon kometenartig irgendwie jetzt eine Bühne bekommen, Länderspiele, diverse Auszeichnungen einkassiert. Ich frage, weil tatsächlich sehr viele hier im Chat, und da habe ich ja wieder meine schöne Kachel, sehr viele Leute fragen nach Fanpostadressen, bis hin zu der verrückten Frage, ob man eine Gamesocken irgendwie ergattern kann. Alter, ihr Freaks. Ja, wirklich. Ich habe es jetzt gar nicht währendher gelesen, aber verrückt. Ja, natürlich. Also man merkt es definitiv, dass da das sich steigert und Anfragen kommen, eben Fanpostanfragen, und natürlich beantworte ich die gerne oder ja, verschicke Autogrammkarten, das ist kein Problem. Da kann ich dann auch eine Adresse quasi freigeben. Interessierte sollen sich an den Verein wenden wahrscheinlich, oder? Genau, Also ja, wie SC immer. Freiburg Frauenmannschaft und dann Ja. Kommt da die Anfragen. Fanpost zurück? Genau. Ja, Märchenjahr haben wir jetzt schon so ein bisschen thematisiert. 10 Länderspiele, 7 Tore. Die Quote ist ganz okay. Ja, also habe ich auch noch nicht wirklich wahrgenommen, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube dir, dass das so ein bisschen im Tunnel passiert. Man macht das alles so und trifft und steht morgens auf und denkt sich, ja, war ganz gut, ist gut gelaufen. Und dann eigentlich ist das schon ganz schön irre dafür, dass du neu dabei bist in diesem großen Zirkus. Ja, auf jeden Fall. Wie war es in diesem, ja, in diesem Pool der besten deutschen Frauenfußballerinnen jetzt aufgenommen zu sein? Du bist da reingeworfen worden, hast deine ersten Spiele machen dürfen. Hast sicherlich neue Mitspielerinnen kennengelernt. Jetzt bist du irgendwie Teil dessen. Wie ist es? Ja, also es ging ja alles relativ schnell. Letztes Jahr, also 2019 im Januar, wurde ich das erste Mal eingeladen, und da war man dann wirklich noch so, man schnuppert ein bisschen rein und man freut sich einfach dabei zu sein und die Leistung einfach mal abliefern zu können, um quasi einfach mal zu zeigen, hey, ich bin auch hier oder mich Ja, gibt's ja. so ein bisschen. Und dann, ja, kam noch eine Einladung, da hat man sich dann natürlich extrem gefreut und konnte es auch gar nicht wirklich fassen. Und so ging es so ein bisschen weiter, dass man sich einfach für jede Einladung neu gefreut hat, und jede Einladung, die kommt, da macht man quasi einen Freudesprung, dass man einfach dabei sein darf, weil das einfach eine riesige Ehre ist. Und jetzt einfach, das wird auch nie, glaube ich, so sein, dass man denkt, okay, jetzt bin ich für immer dabei. Das muss man im Verein und in der Liga einfach bestätigen, und es bleibt immer ein großartiges Gefühl. Hast du eine Mitspielerin oder ein, zwei Mädels, wo du sagst, ey, die haben mich total geil irgendwie sofort aufgenommen und auch mal irgendwie gesagt, obwohl sie schon länger dabei sind, die jungen Talente, die kommen hier einfach dazu und sind Teil? Oder sagst du, das sind irgendwie doch alle gewesen, die irgendwie total warm welcome und los geht's? Oder magst du jemanden herausheben? Ja, also ich habe ja mit relativ vielen schon zusammengespielt. Damals in Freiburg waren ja einige jetzt Nationalspielerinnen bei uns, und deswegen kannte man da schon viele Gesichter und eben hat man mit ihnen schon mal zusammengespielt. Das hat einiges erleichtert. Ja. Genau, und deswegen würde ich sagen, dass da eben jede ihren Teil dazu beigetragen hat, dass man einfach ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt und sich wohlfühlt. Ich habe es schon vor ein paar Tagen hier besprochen mit Laura Feiersinger. Leupolz geht nach London zum FC Chelsea. Wie nimmst du solche Wechsel wahr und was soll für dich nochmal irgendwie drin sein, wenn man das überhaupt schon so in die Ferne gucken möchte? Hast du den Traum von einem nächsten großen Schritt? Willst du irgendwann zum FC Bayern München wechseln oder nach Wolfsburg? Oder sagst du, ey, ich bin in Freiburg so happy, ich kann mir das sogar hier immer vorstellen? Ja, Klassikerfrage, ich muss ich glaube, stellen. ja, ich glaube, es ist im Moment schwer zu sagen, weil man jetzt eben schaut, wie es dann eben, wie man aus der Krise so ein bisschen rauskommt, was man da abliefern kann, so ein bisschen. Deswegen, ich glaube, in Richtung Zukunft ist es im Moment schwer zu blicken. Da wird man einfach sehen, was kommt. Dem Wechsel von Leupolz, ja, ich finde, man merkt so ein bisschen, dass viele Spielerinnen Interesse fürs Ausland entwickeln. Einfach, glaube ich, auch um die Erfahrung zu machen, mal in ein anderes Land zu kommen, mal andere Ligen einfach kennenzulernen, wie da alles abläuft, so, und ein bisschen mit den Deutschen vergleichen können. Also ist Ja. natürlich ein verständlicher Schritt. Ja, da bist du ja schon auch hier ein Profi in Sachen Antworten finden für mögliche Wechsel in der Zukunft. Sehr gut.
Diplomatisch. Nee, aber die Frage natürlich auch, weil du eben schon beim SC Freiburg so lange bist und das ist natürlich was Besonderes. Also ich weiß nicht, ob es bei den Frauenfußballerinnen noch normaler ist, einem Verein so lange treu zu bleiben, aber ich glaube schon, dass die Möglichkeiten auch mehr werden, sowohl für dich als auch in der Liga generell. Ich glaube, man kann entwicklungsmäßig immer höher, immer weiter, immer schneller und vielleicht wird es auch in absehbarer Zeit so sein, dass eine Clara Bühl den Verein alle 2 Jahre wechseln kann, wenn sie will. Ja, ich denke, das ist einfach ein bisschen auch individuell. Wenn man sich wohlfühlt, denke ich, ist es sowohl halt auch als auch neben dem Platz, dann ist es, glaube ich, perfekt, um seine persönliche Leistung abliefern zu können. Aber andererseits ist es auch verständlich, wenn man einfach was Neues will und eine neue Umgebung kennenlernen will. Ich glaube, da muss einfach jeder für sich so seinen optimalen Platz oder ja, einfach finden, genau. Ja. Hast du heute schon irgendeinen miesen April-Scherz gemacht oder einstecken müssen oder ging es bisher? Nee, ehrlich gesagt noch nichts. Nee. Sehr gut. Noch was geplant oder bist du niemand, der da, weiß ich nicht, die Mutti oder die Schwester oder sonst wen aus der Reihe führt? Nee, hab noch nichts geplant. Mal schauen, vielleicht fällt mir was Spontanes ein. Alright. Wir würden gerne zum Abschluss noch eine neue Rubrik ins Leben rufen und die heißt Lieblings. Und es geht so, ich werde dir verschiedene Fragen nach Lieblingsdingen stellen. Die kannst du ganz schnell und einfach und ehrlich beantworten. Und weil wir da noch super unkreativ waren, darfst du dir noch am Ende des ganzen Spaßes noch ein oder zwei Vorschläge machen oder aussuchen, die wir im nächsten Interview quasi den Leuten stellen. Okay. Klingt jetzt schlimmer, als es ist. Fangen wir an. Okay. Lieblingsgetränk? Cola Zero. Lieblingsklischee? Also es gibt bestimmt ein Klischee, wo du sagst, ja, Klassiker, höre ich jeden zweiten Tag, weiß ich nicht, Frauen können nicht kicken. Oder, du weißt schon, blond ist doof. Keine Ahnung. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, ist sogar noch irgendwie nett, weil lache ich drüber? Oder bist du eigentlich von Klischees komplett genervt? Eigentlich, muss ich ehrlich zugeben, in den letzten 2 Wochen hat man davon ja noch nicht mehr so viel gehört, weil man ja mit keinem Menschen in Kontakt ist. Deswegen, ja, ich glaube, dadurch, dass man das jetzt nicht gehört hat, ist jetzt nicht eins, wo ich sage, das ist es in meinem Kopf. Lass ich mal so gelten. Lieblingsuhrzeit? 22 Uhr abends. Warum? Ja, man hat den Tag so ein bisschen geschafft. Vielleicht noch Zeit für ein Dessert. Mal schauen, genau. Lieblingsstadion? Camp Nou in Barcelona. Schon mal da gewesen? Ja. Lieblingsessen? Lachs. Lieblingstor? Hast du eins? Wembley. Lieblings-Insta-Seite? 433. Lieblingsmitspielerin? Lina Magul. Lieblingsmusikerin oder Lieblingsmusiker? Xavier Naidoo. Grüße an Ansgar Brinkmann, guckt auch zu, liebe Grüße, hallo. Lieblingsschauspielerin oder Schauspieler? Zac Efron. Jetzt klingelt's hier, das ist der Postmann, bin ich da. Lieblingsmoderator oder Moderatorin aus dem Sportbereich oder auch sonst wo? Gibt es jemanden, wo du sagst, wenn der oder die am Mikro ist, immer unterhaltsam, immer gut, immer informativ? Kannst auch hier mich nennen, ist ja völlig klar. Boah, das finde ich jetzt schwer. Okay. Ehrlich gesagt schaue ich gar nicht so viel Fernsehen, eher Netflix. Okay. Deswegen finde ich es schwer. Hast du Dinge, die wir beim nächsten Mal abfragen sollen? Was können wir unseren nächsten Interviewpartner fragen in Sachen Lieblingsdinge? Lieblingsfarbe ist ja langweilig. Lieblingszahnpasta, weiß ich gar nicht, ob jemand eine Lieblingszahnpasta hat. Eventuell Lieblingspodcast. Also ich höre gerne Podcasts. Hiermit eingetragen. Welcher ist es bei dir? mein Freund hört immer, wie heißt's? Ah, scheiße.
Ah, gemischtes Hack, genau. Gemischtes Hack. Da höre ich immer mit. Ich glaube, da werde ich dann noch auf die Welle Kann man, glaube ich, auch wenig mitgenommen. falsch machen. Die beiden machen das ja ganz gut. Genau, ja. Ansonsten empfehle ich Fums und Grätsch, ein Fußball-Podcast Genau. für ein bisschen, ja, ein bisschen sehr Beklopptes. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Hat mich sehr gefreut. Gerne, mich auch. Schick uns ein bisschen Sonne rüber nach Bremen und Mach alles ich. Gute. Bleib gesund. Dankeschön. Bis Bis dann. bald. Ciao. Ciao. So, wir können ein spontanes, wenn ich du wäre, machen, Ansgar. Wenn du Bock hast, kommst du eben noch kurz dazu. Einfach Anfrage stellen und rein hier. Dann haben wir direkt zwei Superstars abgefrühstückt. Andernfalls schließen wir gleich mal hier die Runde und ich frage noch, was ihr heute so Schönes macht. Aber das wäre nur, um ein bisschen Zeit zu überbrücken. Also, was ist los mit euch? Der Classic Brinkmann, ja. So kennen wir ihn heute nicht im Dschungel, sondern bei FUMS. SV Berghofen auch wieder am Start, die dritte. Liebe Grüße. Eieiei, ein Sauhaufen hier unter den Kommentaren. Wahnsinn. Wembley war cool. Ja. Ja. Gut, heute nicht, Kollege Brinkmann, beim nächsten Mal gerne. Machen wir. Schöne Grüße. Alle waren wegen Clara hier. Das ist richtig und so sollte es auch sein. Bis bald. Adieu, bleibt gesund.